Alle einsteigen bitte. Wir fahren heute mit der Liederbahn durch das ganze Jahr. Unser Reiseführer ist das Sandmännchen. Platz nehmen bitte und die Puppenkinder gut festhalten. Einige Fahrkarten sind noch für Bummeletzte am Schalter erhältlich. Blumen pflücken während der Fahrt ist nicht erwünscht. Erste Station, Kindergarten Sonnenblume. Hier feiern Peter und Henriette mit ihren Freunden ein Kinderfest. Wir sind alle eingeladen. Unser Sandmännchen hat sich zum Mitspielen schon auf die Wippe gesetzt und nun kann es gleich losgehen. Das Fass mit der Himbeerbrause steht unter dem Nussbaum. Heute gibt es Himbeerbrause. War das ein Spaß? Beate, die Allerkleinste aus dem Kindergarten Sonnenblume, war wohl das frechste Gespenst. Sie wollte sogar unser Sandmännchen erschrecken. Aber das saß auf seiner Wippe und freute sich über all die fröhlichen Kinder. Peter und Henriette schenkten ihm zum Abschied eine Riesentraube bunter Luftballons. Hui, bläst der Frühlingswind mit dicken Backen.
Und schon schwebt der Sandmann über Straßen und Gärten hinweg. Er landet sanft auf einer Riesenpusteblume. Platz nehmen zur Weiterfahrt. Im Eilzugtempo fährt unsere Liederbahn zur Wiese Quaklibak, wau, wau. Wie spricht der Hund, wer kann das sagen? Wie spricht der Hund, so sagt es mir. Wau, 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 wau. Potz, Klappermann und Schapperschnabel. Ein Glück, dass wir nicht tausend Füße haben. Wer sollte denn jeden Tag so viele Schuhe putzen? Und in unsere Liederbahn könnten wir gar nicht einsteigen. Und aussteigen auch nicht. Wer wüsste denn noch, wem welcher Fuß gehört? Na, das gäbe ein Durcheinander. Auf zwei Beinen kommt man auch ganz gut durch die Welt, meint unser Sandmann. Allerdings Katerchen Purzel und die Hasen Langohr, Hoppelmann, Schnuppernäschen und wie sie alle heißen mögen, haben vier. Zwei vorn, zwei hinten. Damit lässt sich's gut klettern, flitzen, schleichen und hoppeln. Unsere Liederbahn hat Einfahrt in den Bahnhof Hasental. Unser Purzel ist noch klein, schwarz und weiß gefleckt. Sein Fellchen ist ganz weich und rein, sein Fellchen ist ganz weich und rein. Das Schwänzchen hoch direkt.
hinterm Schrank sich ganz schnell versteckt. Er schleicht und springt dann auf mich zu. Er schleicht und springt dann auf mich zu. Ich tue sehr erschreckt. Bravo, bravo, ruft unser Sandmännchen und klatscht vor Vergnügen in die Hände. Ihm hat es gut gefallen bei den lustigen Gesellen im Hasental. So ausgelassen und fröhlich wie diese Mümmelmänner ist nur noch Emil. Ach so, ihr wisst ja noch gar nicht, wer das ist. Emil ist unser Papagei und ein richtiger Witzbold. Wo steckt er denn nur wieder? Ruft mal alle mit. Emil! Emil! Ich hab ihn schon entdeckt. Er knabbert am Traumsandbeutel. Hoffentlich schläft der freche Bursche jetzt nicht ein. Da sind doch tatsächlich ein paar Körnchen Traumsand herausgefallen. Und dem Puppenkind Anne fallen langsam die Augen zu. Leider haben wir keinen Schlafwagen in unserer Liederbahn. Sieh nur, Emil, was du angerichtet hast. Vielleicht wacht Anne wieder auf, wenn wir alle kräftig mitsingen. Emil, unser Papagei, kann schon zählen bis zu drei. Doch was er da sonst noch spricht, das versteht man wirklich nicht. Wer schon so gut zählen kann, fängt noch
Wenn Emil weiter fleißig übt, wird er bald bis 10 zählen können. Dann besuchen wir ihn wieder. Doch nun einsteigen. Emil, der gut fliegen kann, wird uns noch ein Stück begleiten zur Station Primelshausen. Fleißig summt und brummt es in Primelshausen. Im warmen, weichen Gras schläft Puppe Lieschen und träumt von einem dicken, weißen Wolkenschaf. Dick und rund ist Lieschen auch. Es isst so gern und wird deshalb immer Möpschen, Klöpschen gerufen. Darüber ärgert sich Lieschen, vor Ärger bekommt es wieder Hunger und danach wird es müde. Schlaf, Lieschen, schlaf. Thank you.
Alle Puppenkinder aufwachen. Unsere Bahn steht schon bereit. Nicht drängeln. Fast jeder bekommt einen Fensterplatz. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Halt, halt. Wo ist das Sandmännchen? Ach, natürlich. Vorn in der Lokomotive. Abfahren. Bahnhof Butterblume, alles aussteigen, die Lokomotive muss verschnaufen. Limonade, Eis, frische Erdbeeren gleich um die Ecke in unserem Bahnhofscafé. Hier warten wir, bis der Wind die dicken Regenwolken vertrieben und die Sonne alle Pfützen getrocknet hat. Ist dort vielleicht jemand im Regen stehen geblieben? So sieht es jedenfalls aus. Selbst unser Sandmännchen wundert sich. Schmutzige Schuhe und Hosen, zerzauste Haare, ungeschnittene Fingernägel. Na klar, das ist doch Peter. Struwelpeter nennen ihn die Kinder. Das Sandmännchen schüttelt den Kopf, dass die Zipfelmütze hin und her wackelt. Solche Struwelpeter wollen die Kinder wirklich nicht sein. Hallo, Puppenmutti Susi. Wohin denn so eilig? Ihr Karlinchen ist krank. Bitte seien Sie doch nicht so aufgeregt. Das Sandmännchen steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und empfiehlt die Sprechstunde von Puppendoktor Klaus. Unsere Liederbahn bringt Sie schnell und sicher an Ort und Stelle. Mein Karlinchen will nicht essen. Lieber Puppendoktor Klaus, können Sie mir da nicht helfen? Es sieht schon ganz mager aus. Ja, ich sehe es schon, Frau Susi, doch Karlinchen ist nicht krank. Vielen Dank, Herr
Bahnhof Neustadt. Na, das ist ja noch einmal gut gegangen. Und Karlinchen wird bald gesund werden. Es wird auch höchste Zeit. Denn jede Hand wird gebraucht beim Umzug in das Puppenhaus. Wir sind die Maler, die Kreide rühren, mit bunten Farben die Wand verzieren. Streicht ein. Wir sind die Maler, die Farbe rühren, mit leichten Händen den Pinsel führen. Streicht ein. Vorm Tor stehen die Möbelwagen, wir sind die Männer, die Möbel tragen. Strahlt nicht nur der Sandmann und freut sich über so viel Fleiß, auch alle Puppenkinder fühlen sich wohl. Höchste Zeit, dass alles fertig wurde, denn der Herbstwind bläst mit dicken Pustebacken. Hui, hui, wie er Wolken und Blätter vor sich hertreibt. Sandmännchen muss seine Mütze mit beiden Händen festhalten und festhalten muss auch Katrinchen ihren Drachen Fridolin, der übermütig an der Leine zerrt, Purzelbäume schlägt und uns zuruft, es ist Drachenwetter. Ganz aufgeregt ist Fridolin. Gerade so wie Ullis Hampelmann, der keine Ruhe geben will, Arme und Beine hochwirft und unentwegt hampelt, strampelt und zappelt. Wird er denn nie müde? Wer mit uns an der Station Drachenwackelschwanzhausen aussteigen möchte, darf vielleicht sogar einmal den Drachen Fridolin an die Leine nehmen. Große Augen, roter Mund, langer Schwanz so kraus und bunt. Sieht der Kerl nicht lustig aus, nun mein Drachen flieg hinaus. Station Candys Apfel, Zuckerwatte, Zuckerwatte, Nüsse, Äpfel, Marzipan. Mmh.
Lecker, lecker. So gut duftet es nur auf dem Weihnachtsmarkt. Das Sandmännchen lädt uns alle zum Leckern, Schleckern und zum Karussellfahren ein. Klingeling, die Fahrt geht los. Das Karussell, das dreht sich schnell rundherum im Kreise. Wer Lust hat, ja, der steige ein, los geht unsere Reise. Der Kreis sitzt in der Feuerwehr, auf dem fährt die Hand. In der Rakete fliegen sie nur ein Netz und Anne. Das Karussell, das dreht sich schnell rundherum im Kreise. Klingeling, klingeling, zu Ende geht unsere schöne Reise. Langsamer dreht sich nun das Karussell, die Musik wird leiser und die Lichter verlöschen. Schön war es auf dem Weihnachtsmarkt, doch alles geht einmal zu Ende. Sandmännchen überlegt, ob es schon Traumsandzeit ist. Da hört es schwere Schritte und holterpolter verschwindet ein gar lustiger Gesell in Puppenmutti Lieschens Haus. Unser Sandmännchen hat ihn gleich erkannt. Es war der Nikolaus. Einen schweren Sack trug er auf dem Rücken, voll mit kleinen Geschenken für die Kinder, die schon sehnsüchtig auf ihn warten. Thank you.
Ganz langsam fährt nun unsere Liederbahn der letzten Station entgegen. Puppenjunge Paulchen lutscht schon am Daumen. Er ist müde. Soll er einen Augenblick schlafen? Wir steigen ganz leise aus auf der Station Eisblume, denn unser Zug endet hier. Unser Sandmännchen und ich verabschieden sich nun von allen Fahrgästen der Liederbahn. Schön war unsere Reise durch das Jahr, doch nun ist Traumsandzeit.